Wir haben heute hier im zentralen Bergungsort die 1 Milliardste Aufnahme von wichtigen Dokumenten eingelagert und weil das so ein bedeutendes Ereignis war, haben wir Material und die Urfassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eingelagert. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich nach der Haager Konvention verpflichtet, Kulturgüter zu schützen. Ein wichtiger Beitrag zur Auftragserfüllung ist für uns die Verfilmung von wichtigen Dokumenten, Zeugnissen der deutschen Geschichte. Seit ungefähr 40 Jahren verfilmen wir eben über und mit Unterstützung der Landesarchive, des Bundesarchivs, diese Dokumente. Sie werden auf Mikrofilm gebannt. Diese Urkunden, diese Dokumente müssen historische Ereignisse widerspiegeln. Deshalb nicht nur Einzelurkunden, sondern immer auch in ihrem Kontext. Und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eben für diese Bundesrepublik das, wie der Name schon sagt, grundlegende Dokument. Und auch da ist es nicht nur die letztlich von Konrad Adenauer und anderen unterschriebene Schlussausfertigung, sondern es ist vor allem das Material, was zu diesem Grundgesetz dann geführt hat. Also wir haben in den letzten 40 Jahren hier in mittlerweile fast 1500 Stahlbehältern rund 32.000 Kilometer Film. Das ist fast der Erdumfang. Also wir sind guten Mutes, in den nächsten Jahren auch noch die fehlenden 8.000 Kilometer hier einlagern zu können, sodass wir eine Filmrolle einmal um die Erdkugel legen könnten. Also es ist mittlerweile über 1 Milliarde Aufnahmen. Das ist schon, denke ich, eine gute Leistung.